herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play aus der Reihe. Ich versuche mich immer noch davor zu drücken, die Spiele, die ich aktuell auf meinem Kanal laufen habe, alle zu installieren und zu gucken, welche davon ich neu spielen darf, weil ich so dämlich war und meine Datenfestplatte überschrieben habe. Hooray! Watch Dogs ist eine Serie, die ich schon seit einer Weile eigentlich spielen wollte und ich hätte gerne irgendwas anderes dafür fertig gemacht, aber wie ich bereits sagte, ich drücke mich noch davor, rauszufinden, welche Spiele außer Final Fantasy VII, in das ich 60 Stunden investiert habe, ich denn nochmal spielen darf. Wobei ich jetzt am Gucken bin bei Final Fantasy VII, ob ich das irgendwie anders geregelt kriege, aber ich habe im Moment keine Lust darauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass ich das jetzt tue, was ich tue. Ich gucke nochmal kurz in die Optionen rein, aber so an der Grafik mache ich jetzt gar nichts. Ich habe das Nvidia machen lassen. Ich habe ja dieses komische Nvidia Experience oder wie das Ding heißt, habe gesagt, hier optimier das mal für meinen PC. Wenn Nvidia der Meinung ist, mein PC schafft das so, soll das auch so sein. Gameplay, Schwierigkeitsgrad, Normal, Controller, Zielhilfe. Wir lassen mal Standard, mal gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Steuerung ist Controller. Bei dem Audio habe ich geschriebene Sprache Deutsch und gesprochene Sprache Englisch. Ich weiß nicht, warum ich sträube mich ein bisschen bei deutscher Synchro, weil ich jetzt auch so in den letzten Jahren nicht so die Synchros gehört habe, wo ich sage so, yes, das ist optimal, also deutsche Synchros. Das ist es, da höre ich gerne zu. Das ist oft so, so cringe, keine Ahnung. Da hat aber nicht gespeichert, dass ich die Musik leiser gemacht habe. Wie immer habe ich gerne Musik und Effekte leiser wie die Sprachausgabe, denn ich finde, Sprache ist wichtiger als Musik. Ich will ja hören, was die sagen, damit ich euch das nicht sagen muss. Die Helligkeit und Spielergrafik. Ich mache es aber ein bisschen heller, wie es eigentlich optimal wäre, weil YouTube macht das alles gerne etwas dunkler. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe das Spiel zusammen mit dem Season Pass, das war in irgendeiner Collector's Edition zu Watch Dogs 2 drin, die ich mal geschossen habe für 20 Euro oder sowas mit Figur dabei. Vermutlich wollte Amazon die einfach raus haben, weil die Lager... den Lagerplatz. Ich hab's heute echt nicht so. Irgendwie ist mein Gehirn nicht so ganz auf der Höhe. Es ist warm draußen. Die haben wohl den Lagerplatz gebraucht und haben sie gedacht, raus mit dem Scheiß. Und jetzt habe ich Watch Dogs 1 mit Season Pass und eine geile Figur zu Watch Dogs 2 und Watch Dogs 2. Ich bin happy. Seid ihr auch happy? Da bin ich mir sicher. Weil das heißt, dass ihr auch Watch Dogs 2 mit mir machen müsst. Und die DLCs von Watch Dogs 1. Es ist besser für ihren Ruf, wenn sie Polizei nur in die Beine schießen, statt sie zu... Oh. Okay, aber ist der Ruf erst ruiniert? Schießt es sich ganz ungeniert. Okay, I'm in the lobby of the Milan. All right, let's do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? 100 grand in 30 seconds. God bless the rich and famous.
We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Do you hear yourself? What was that? Hello. I think someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. You're scanning the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing. What the hell is that? We need to abort. We are not done. Help me. Damien, it's over. I'm disconnected. Maurice. Yeah? You're on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Not a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Who gave the order? Come on, man. I don't know. You don't know. Hit the family? Not a problem. Nope. Husky, I'm good. You'll never hear from him again. So what do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name. Yeah, I'll tell you a name. Lena Pierce. I didn't know about any kids, all right? That wasn't supposed to happen. I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. These guys... I heard stories, man, that like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some things you can't walk away please! From. Please! Who gave the order? I spoke to them on the phone and they told me where to find you. That's all I know, man! That's all I know! Give me a name. I don't know! A name! Kill me, man! Halten Sie LT zum Schießen und... Nein. Zum Zielen? LT. Ich habe den Controller seit über 10 Jahren. Und trotzdem. How's your memory now? Werde ich das nie lernen. Was B? Maurice won't talk to me, but I bet he talked to you. Junge, leg dich nicht mit einem Hacker an. I can't keep running. I can't do it. The fucking Aiden Pierce. I killed his niece. He won't stop chasing me.
need to keep moving. Seine Nichte? Nicht seine Tochter, seine Frau, Ex-Frau, whatever, seine Nichte. Ich hab da gar nicht so genau geguckt, wie die familiär zusammenhängen. Wenn ich ehrlich bin. Huch! Das war A, nicht X. Ich habe, wie ich erwähnt habe, seit 10 Jahren den Controller. Und trotzdem denke ich immer noch, dass unten, wo A ist, auf dem Xbox-Controller X ist wie auf der PlayStation. Ich werde das nie lernen. Nie. Warum ich keinen Sony-Controller dafür benutze, weiß ich auch nicht. Ich bilde mir immer ein, dass der Xbox-Controller einfach besser mit Windows funktioniert. Oh, Junge. Kann ich hier nicht einmal treten, damit er mir aus dem Weg geht? Kann ich die auch aufheben? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich habe so unglaubliches Screen-Tearing drin, aber ich hoffe, ihr seht das nicht in der Aufnahme. Warte mal kurz. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach der Monitor. Ich bräuchte mal einen vernünftigen Gaming-Monitor. Nach x Jahren, wo ich das hier schon mache, komme ich jetzt mal auf die Idee, naja, man könnte ja mal, ne? Wie renne ich eigentlich? Kann ich hier rennen? Das ist Dings. Die ist leer. Wie stecke ich die wieder weg? Das länger gedrückt halten. Ich muss das länger gedrückt halten. Okay. Ja, ich muss ja mal ein bisschen ausprobieren. Och, Junge. Muss das ja mal ein bisschen ausprobieren. Aber. Ah, so renne ich. Okay. Wunderbar. Das erleichtert doch einiges. Yo, Maurice. Yo, what's shaking, motherfucker? Shit. Where the hell you been? What? He's talking to me. I leave you for 2 minutes. Give me my bullets. I tossed them. What? You said you'd kill them otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey. That's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. Huh. Nice shot. Huh. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did? Oh, yeah, true story. So, cops arrive, and Maurice's little band of brothers arrive. And pow, 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No, no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great. Punctual cops. Handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like, a chauffeur? He's the shooter. I'm not through with him yet. Dick. Chicago Police! If there's anybody in here, identify yourselves. Ich wollte das Ding da aufheben. Drücke A, um in Deckung zu gehen. Drücke L. Wo soll ich denn hin? A body here. Definitely a Viceroy. Here's the weapon. Gunshot wounds. I got another call. Another Viceroy. Burger. Victimless crime. Klettern? Why'd they have to pick the biggest game of the season to pull this shit? Trying to ruin it for everybody?
Squad, we've got two bodies in the basement of May Stadium. Gangbangers. Copy. We're sending forensics. Secure your position for now. We're sweeping each level of the stadium. All right. Doesn't look right. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich da lang soll. Voll ins Licht. Habe ich die... Ich bin froh, dass die Steuerung relativ ähnlich ist zu Ghostwire. Damit habe ich dann weniger Probleme, mich umzustellen. Das spiele ich ja auch aktuell. Das ist mein Ziel. Ich habe die Bullen vor der Nase. Was mache ich denn? Mensch, Maurice. Nicht Maurice, der andere Kaspar. Warum geht eigentlich keine der anderen Türen auf? Mein Controller vibriert. Das mag ich gar nicht. Kann man das abstellen? Dankeschön. Da diese komische Ballmaschine, aber was soll ich mit der irgendwas machen? Nicht gesehen? Was mache ich denn damit? Vielleicht erstmal den richtigen Knopf drücken. Oh, fuck. Das war wohl keine gute Idee. Bin ich zu vorsichtig, vermutlich. Willst du das mal wieder weglegen? Brauchst du doch eh nicht. Victimless crime, then. Why'd they have to pick the biggest game of the season to pull this shit? Ich muss echt den Scheiß wieder einsammeln. Squad, we've got two bodies in the basement of May Stadium. Gangbanger. Copy. We're sending forensics. Secure your position for now. We're sweeping each level of the stadium. Ich glaube ja. And why here, of all places? Looks like a gang hit. Wait, you think it's the vigilante? Does feel like his brand of justice, don't it? Oh! What I wouldn't give to get my hands on that piece of shit. Kommt da jetzt aber nicht hier rein, oder?
mal die Waffe einfach wegstecken. Ich brauche die doch gar nicht. Danke. Ach, ich muss ja was aufmachen. Ach nee, das war das da. Ich muss vermutlich eher hier rum. Was steht denn? Kann ich denn einfach die Ding hochgehen? Die Rampe? Ich sehe nichts. Ich bräuchte ein Ding vom Gebäude. Ich sehe nichts. Ich bräuchte dieses Geister-Gedöns da. Von Ghostwire, mit der ich durch die Wände gucken kann. Das wird es mir ein bisschen leichter machen. Also der hat mir eigentlich mehr oder weniger über den Rücken zugedreht. Der andere ist eher das Problem. Aber der geht jetzt gerade in die andere. Wo geht der denn hin? Steht direkt vor den Kisten. Geh mal weg! Roger the polls now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Okay, es war leichter, wie gedacht. Ich habe einfach... zu kompliziert gedacht. Warum... Ach so. Folgen Sie der Datenflusslinie bis zur Quelle. Fehlergesicht fehlgeschlagen, Alter fehlgeschlagen, Ruf auch ein Fehler. Alles ist ein Fehler. Was soll ich denn machen? Achso, von Kamera zu Kamera. Überwachungskamera, Fernzugriff. Da steht Mulle. See anything? Nope. Quiet here. We've got a known viceroy in the VIP lounge. We're gonna check him out. Okay, I'm coming up. Slow down there, Speedy. We need you down there. Make sure we don't get any surprises. All right. Leech? Brower Brand? Steht vor der Beförderung. Geschwisterteil arbeitet bei der Polizei 56. Aha. Was bist du? Angemeldet für Yoga-Anfängerkurs 31. Schwachstelle erkannt. Erreichen Sie die obere Etage.
Ich bin noch ein bisschen überfordert mit dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Was man von mir möchte. Ich sehe auf jeden Fall meine Tasche. He's not moving unless I give him a reason. Okay. Drücken Sie in der Nähe von Herstellungskomponenten Y, um sie aufzuheben. Kommt jetzt auch noch ein Alien um die Ecke gescheißert? B. Um das Waffenrad zu öffnen. Köder. Habe ich einen Köder? Drücken Sie RB, um einen Wurf vorzubereiten. Dahin werfen. Dahin. Da so dahin. War, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Was mache ich denn jetzt mit dir? Nicht Nummer 1 Hersteller. Nein. Psst. Du hast nichts gehört. Ich muss da hoch, aber kann ich jetzt einfach? Kann ich nicht. Ich bin kein guter Spieler bei Schleichgames. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. He's not moving unless I give him a reason. Oh, muss ich jedes Mal Tutorial machen? Geld. Muss vermutlich einfach bisschen energischer spielen. Benutzen Sie den Profiler, um potenzielle Belohnungen für Sekten zu finden. You're viceroys, aren't you? That ain't illegal, right? Don't get smart. How did you two afford VIP? Bet she makes more than you do. Yeah? Hey, yo, Didi, calm down, all right? Don't give him nothing to make use. Something tells me if we run you shit stains through the system, we'll come up with plenty we can use. I need to see ID. Both of you. Well, I ain't showing shit. What the hell? Oh, shit. Hey, y'all filming this? I want to see this motherfucker online. Fine. I don't need ID. I'd ask you to smile, but it works better if you don't. Ist ein Helikopter auch noch draußen? I did not give you permission to take my picture. Here we go. Jerome Richards. Looks like we got a trafficking warrant out on you.
That we can definitely use. Man, this is messed up. We got right? Just keep quiet. Kann ich einen Automaten hacken? Ich meine, ich bin ein Hacker. Kannst du mal bitte aus der Deckung gehen? Hallo. Down. I'm stuck unless we create a major distraction. I want to cut the power and slip past them. To the whole stadium? I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. But you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. With all these cops, there's got to be one around. Machen wir den Zugangscode finden und hacken. Hey, you Alan? Yeah, I am. You got an evacuation plan, right? Of course we do. Good, we need to get moving on it. We're not gonna evacuate 40,000 people so we can play cowboys and Indians. But you got an isolated incident in the basement, we can close the basement. I got no problem with that. This whole place is about to fill up with Chicago PD. That's gonna cause a panic. We need to shut the game down and get people out of here safely. Oh, shut it down, eh? I can't make that call. Well, then call somebody who can make that call, please. Okay, hang on. Yeah, get me Barry. Well, tell him to call me ASAP. It's an emergency. So just how bad are things down there? We don't know yet. We're dealing with a crime scene, though. The coroner's on his way. Why this gotta happen on my watch? Jesus. Ding ist, woher soll ich denn wissen, welcher von denen das Ding hat? Ich meine, ich würde es vermutlich eher einem Bodyguard geben, als jemanden, der seinen Kredit überzogen hat, wa? Ich verstehe dieses Profiler-Ding irgendwie noch nicht so richtig. Moment, ich kann auch noch zoomen? Lass mich mal in die Kamera nochmal rein. Lass mich aber auch nicht wundern, dass die Kamera sich so komisch bewegt. Ich mag doofe NPCs. Aber wie stelle ich mich gerade doof an? Ach, da ist noch einer. Ach so, das war keiner von den beiden. Deswegen konnte ich da nichts hacken. Ich verstehe. Trainer für Selbstverteidigung. Da drüber klettern? Könntest du bitte wieder mal aus deinem Crouch-Modus da rausgehen? Nein.